Corona ist endgültig in Cottbus angekommen. So beschreibt der Geschäftsführer des Karl-Thiem-Klinikums die aktuelle Lage. 37 Corona-Patienten werden inzwischen stationär im CTK betreut, 7 liegen auf der Intensivstation. Die Covid-19-Patienten werden auch im Karl-Thiem-Klinikum immer mehr. Um das mal zu verdeutlichen, wir hatten vor 10 Tagen noch 3-mal weniger Patienten. Das heißt, wir haben eine Verdreifachung der Patientenzahl in den letzten 10 Tagen. Man sieht das ganze Geschehen auch so ein bisschen an unserer Covid-Abstrichstelle, sagen wir jetzt. Früher war es das Zelt, mittlerweile ist es die Covid-Abstrichstelle. Wir haben immer so zwischen 150 und 200 Abstriche von Menschen aus Cottbus, die Kontakt hatten, je nachdem wie eng, und die uns vom Gesundheitsamt geschildert werden. Was wir auch sehen, jetzt gibt es das erste Cluster in einem Altenheim im Spree-Neiße-Kreis. Auch das beunruhigt uns, weil wir wissen, das sind ja die Patienten, die besonders vulnerabel sind für schwere Covid-19-Infektionen. Und das sind so die Vorzeichen. Insofern sehen wir die Lage ernst und besorgniserregend. Deshalb werden im CTK die Maßnahmen verschärft. Das Personal, das Corona-Infizierte behandelt, wird ab sofort nur noch auf der Covid- und auf der Verdachtsstation eingesetzt. Dadurch werden aber mehr Ärzte und Pflegekräfte gebraucht. Das betrifft insofern im Moment unser Haus 41, das ist unser Infektionshaus. Dort haben wir 60 Betten, die mit einer speziellen Klimatechnik ausgerüstet sind. Und dort liegen im Moment diese Patienten. Wir haben dort auch eine Verdachtsstation, haben uns heute Morgen im Krisenstab entschlossen, aufgrund der Dynamik der Situation, dass wir eine weitere Verdachtsstation öffnen werden im Altbau. Die Situation ist aber zurzeit unter Kontrolle. 24 Intensivbetten und 50 Beatmungsgeräte stehen bereit. Im Notfall kann auch aufgestockt werden. Auch alle geplanten OPs werden durchgeführt. Ich möchte auch noch mal ganz klar sagen, Regelbetrieb, elektive Eingriffe. Wir machen hier keine Schönheitsoperationen, sondern es sind alles Patienten, die haben eine strenge medizinische Indikation, weswegen sie zu uns kommen, weswegen sie behandelt werden müssen, weil sie Schmerzen haben, weil sie eine Einschränkung ihrer Lebensqualität haben, und das müssten wir dann wieder zurückstellen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Aber ich sage mal, wir können deutlich mehr leisten, als wir im Moment müssen dann aber Abstriche in anderen Bereichen machen. Schutzausrüstung ist auch reichlich vorhanden. 90.000 FFP2-Masken wurden bestellt. Das Klinikpersonal kommt damit die nächsten 2 bis 3 Monate aus.